Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Hijab Floss. Heute habe ich mal was ganz anderes, nicht ein Haul, und zwar doch ein Haul, aber ich habe bei Primark sehr viele Kosmetikartikel gekauft und die möchte ich euch sehr gerne in einem First Impression Video vorzeigen. Die hatten ja extrem viel Auswahl. Ich habe mich echt schwer getan, mich zu entscheiden. Wir schauen mal zusammen, ob uns das alles gefällt. Ich habe genau den Look hier geschminkt. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Wie ihr seht, bin ich abgeschminkt, nur habe ich meine Wimpern, Augenbrauen. Nur meine Augenbrauen geschminkt, da ich nichts Passendes für meine Augenbrauen in Primark gefunden habe. Wenn ihr aber sagt, ihr habt was richtig Cooles von Primark, lasst mich das dann in den Kommentaren wissen, dann schaue ich mir das auch gerne an. Als erstes habe ich hier ein Vitamin C Avocado Öl. Für jede Haut geeignet, steht drauf. Und hierfür habe ich 3 Euro bezahlt. Der war von 7 Euro auf 3 Euro reduziert. Und ich liebe Gesichtsöle. Hierzu kann ich jetzt nur noch sagen, riechen tut es extrem neutral. Als nächstes werde ich hier eine Strobing-Creme benutzen, Highlighter-Creme sozusagen, wenn ich den aufkriege. Der hat 3 Euro gekostet. Zu der Creme kann ich gerade nur sagen, es hat sehr feine Schimmerpartikeln. Also es ist ganz schön, es ist so, wie ich es mir gewünscht habe. Ich hoffe, der hält auch lange unter Make-up, aber ganz toll. Nun komme ich zu dem spannendsten Teil und auch zu dem teuersten Teil. Die Foundation Pearl Clean My Perfect Color Velvet Finish Foundation Medium Full Coverage Second Skin Effekt. Mal gucken, ob es wirklich bei mir dieses Second Skin Effekt hat oder nicht. Der ist in der Farbe 30, ich glaube einer der hellsten Farben. Ich freue mich drauf, weil mein Foundation war langsam alle. Und dann habe ich was ganz Süßes entdeckt, und zwar ein Schwamm. Ja, ich habe zu Hause Schwämme schon, aber dieser Schwamm hat eine Halterung. Oh, ist der nicht süß. Hierzu habe ich 3,50 Euro bezahlt. Eigentlich habe ich das eher wegen dieser süßen Halterung gekauft, weil ich mag das nicht. Ich finde das nicht hygienisch, wenn ich das abstelle. Und hier finde ich das irgendwie tick hygienischer. Und jetzt feuchte ich meinen Primark-Schwamm einfach jetzt mit so einem Gesichtswasser von Balea an, weil ich keine Lust habe, noch das woanders jetzt zu feuchten. Also zu der Farbe. Die Farbe hat mir sehr gefallen. Ich finde, die Farbe hat mir wirklich sehr gefallen. Aber man braucht wirklich viel, wenn man so bedenkt, dass ich eigentlich sehr wenig Make-up benutze. Ich weiß nicht. Also zu den Sachen kann ich so oder so nur meine erste Meinung sagen. Und gefühlt gefällt mir eigentlich hier alles sehr gut. Wie gesagt, ich muss das noch ein paar Tage testen, damit ich was Genaues dazu sagen kann. Als nächstes benutze ich einen Concealer, einen Stick Concealer, der bald schon alle ist. Ich benutze den schon seit längerem und den verkaufen die immer noch. In der Farbe Light habe ich den. Ich kann nur sagen, ich benutze ihn schon gerne. Ihr seht, ich habe fast nichts mehr da drin. Also für mich ist der ganz okay. Ich habe einen Pinsel von den hier. Die kosten mittlerweile nur 1 Euro und die sind grottenschlecht. Ich versuche es trotzdem nochmal, aber nein. Also falls ihr die auch reduziert seht und sagt, wow, die sind so günstig, lasst die Finger davon, die sind nicht gut. Ich möchte, als nächstes möchte ich mein Concealer setten mit der Bananenpuder Instagirl. Instagirl Bananenpuder und die hatten die in auch einem Pinkton. Hey.
keinen Bronzerton gefunden, der mir gefallen hat. Aber ich habe sehr schöne Eyeshadows gefunden, die vielleicht sich auch als Bronzer eignen könnten. Ich müsste es noch probieren, ich weiß nicht. Pro Eyeshadow habe ich 80 Cent bezahlt und ich habe davon 3 Stück gekauft. Ich weiß, höchstwahrscheinlich spreche ich vieles falsch aus, aber ich werde es unten in der Infobox auch nochmal verlinken, also ausschreiben. Einmal habe ich den Ton Brick Baked und mit diesem Baked habe ich vor, meinen Bronzer zu machen. Und einmal Antique Bronze. Antique Bronze hat einen Schimmer und die anderen beiden sind matt. Also von der Farbe bin ich wirklich überzeugt. Ich finde, das ist etwas ganz Tolles für helle Haut. Also ich weiß nicht, vielleicht sehe ich das wegen dem Licht so gut. Meint ihr, es sieht gut aus? Ihr könnt ja auch in den Kommentaren immer sagen, was eurer Meinung nach nicht so ganz toll aussieht. Aber bitte berücksichtigt, dass ich keine Beauty-YouTuberin bin oder überhaupt eine Ausbildung oder überhaupt eine Make-up-Artistin bin. Ich bin einfach eine Anfängerin. Ja, aber doch. Schon. Also ich kann zu dem hier sagen, der gefällt mir wirklich sehr, aber ich weiß nicht, wie ich den jetzt schonen soll, damit der nicht kaputt geht. Ich schau mal, wie ich das mache. Jetzt können wir zu dem schönsten Teil gehen. Also ich freue mich am meisten auf diese Palette. Das ist die Amber Eyeshadow Palette. Die hat genau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Farben. Ich finde eigentlich alle 10 Farben sehr schön, nur die ersten beiden würde ich, glaube ich, relativ wenig benutzen, weil ich einfach helle Farben nicht so sehr mag. Aber sonst alles andere sind rosa, pink und Orangetöne und ich finde das sehr, sehr schön. Ich bin nur am Überlegen, soll ich heute pink machen oder soll ich orange machen? Ich entscheide mich für die orangen Töne und ihr werdet jetzt sehen, dass es bei mir ganz leicht geht. Ich mache da eigentlich nicht viel was. Moment, wir benutzen, genau. Als erstes benutze ich, was soll ich da benutzen? Die Farbe, wir schauen hinten, die Farbe Saffron. Saffron. Die Farbe Saffron, das ist hier der Ton, der hellere Braunton. Aus, aber wenn gleich Wimpertuscheln und so kommt, wird es bestimmt gut aussehen. Also zu der Palette kann ich nur sagen, wow, wow, wow. Also die Töne, die Pigmentierung, die Cremigkeit und wie man das blenden, verblenden kann, ist extrem gut. Also der hat wie viel Euro gekostet? Steht das irgendwo noch? Der hat 6 Euro gekostet und für 6 Euro hat es sich 100% gelohnt. Ich bin sogar am Überlegen, ob ich die in den anderen Farben auch noch holen sollte, weil die Palette gab es, glaube ich, in 5 oder 6 verschiedenen Farbrichtungen noch. Als nächstes benutze ich mal mein Fixing Spray. Eigentlich ist es kein Fixing Spray, sondern einfach ein Gesichtsspray. Als nächstes benutze ich ein Blush, den ich gekauft habe. Ich habe zu Hause sehr viele Blushs und deswegen habe ich mich für eine Farbe entschieden, die ich zu Hause nicht habe. Und zwar, das ist die Tabot-Farbe und passend zu meinem orangen Make-up benutze ich jetzt diese Farbe ganz leicht. Ich weiß nicht, ob die extrem pigmentiert ist oder so. Das war schon zu viel. Das wegmachen. Das ist etwas zu viel. Ich überlege gerade, was ich als nächstes machen soll. Als nächstes benutze ich meinen Highlighter. Insta Girl Highlighter.
also der Highlighter hat ein Silber und so einhornmäßige Glow. Und ich finde das nicht schön. Das passt gerade gar nicht zu meinem Make-up. Hm, weiß ich nicht, ob ihr das so sehen könnt. Das ist so silberrosa. Gefällt mir gar nicht. Also die Marke kann ich nicht entlesen. Ich habe mir ganz, ganz wenig auf den Augenlid hier so ein Eyeliner-Strich, aber es ist kein Eyeliner, mit einem Kajalstift gemacht. Und zwar, damit ich jetzt hier die Wimpern kleben kann. Mal schauen. Ich hoffe, Kleber ist mit dabei. Ja. Also, ich werde es versuchen, mit dem Kleber zu kleben, damit wir uns mal alles so anschauen können. Nicht nur die Wimpern selber, sondern auch, wie der Kleber selber klebt. Als erstes werde ich meine Wimpern aber mit meiner eigenen L'Oreal Paris Mascara tuschen. Ich mag es nicht, neue Wimperntusche von Primark zu probieren, weil ich schlechte Erfahrungen schon damit hatte. Aber wenn ihr sagt, ihr habt gute Erfahrungen, dann lasst mich das bitte in den Kommentaren wissen und ich will es auch sehr gerne probieren. Ich habe meine oberen und unteren Wimpern getuscht und jetzt kommen wir zu den Wimpern. Ich versuche es mal. Ich konnte euch nicht zeigen, wie ich die Wimpern aufgeklebt habe, da mein Akku leer gegangen ist. Aber dran zu machen war schon nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Ich merke aber, ich bin einfach keine Person, die gerne Lashes trägt. Aber wollte ich euch trotzdem so zeigen, das sollen die natürlichen sein. Und für mich sind die 100% nicht natürlich. Ich habe jetzt, leider hat sich das auch schon gezeigt, aber mein Akku ist irgendwie... Und mein Speicher ist irgendwie spielen irgendwie verrückt. Deswegen zeige ich euch mal direkt, was ich meine. Ich habe zwei Lippenstift-Sets gekauft von Primark, die je 4 Euro gekostet haben. Und in einem ist einfach ein Lip Liner und ein matter Lippenstift. Ich habe mir zwei matte gekauft, weil ich einfach sehr gerne matte Lippenstifte auftrage, weil ich das einfach auf den Lippen nicht spüre und somit auch vergesse, dass ich was auf den Lippen habe. Und dann, ja, dann mache ich nicht immer den hier. Und ich hatte mir zwei Farben gekauft. Einmal hatte ich mir den Girl World gekauft und einmal den in Flüter. Der hier. Und wie ihr seht, ich habe den schon aufgetragen. Eigentlich hatte ich das mit euch zusammen aufgetragen, aber schade. Zu dem Lip Liner habe ich gesagt, dass er leider hier geswatcht sehr viel pigmentiert aussieht. Aber auf den Lippen sieht diese Farbe einfach wie nichts aus. Das finde ich sehr traurig. Und diese Farbe, Freunde, ihr könnt selber mit mir darüber diskutieren, aber hat diese Farbe irgendetwas mit der Farbe zu tun, die ich jetzt gerade auftrage? Eigentlich relativ nichts. Die ist wesentlich heller auf den Lippen als auf der Verpackung. Und deswegen, damit ihr Bescheid wisst, das ist keine dunkle Farbrichtung. Es ist einfach ein ganz, ganz heller Nude Braun. So eine Hautfarbe, ja. Aber ich finde es dennoch okay. Etwas zu trocken, meiner Meinung nach. Aber ich weiß ja nicht, ob das wegen meinen Lippen ist oder ob das allgemein ganz trocken ist. Diese Farbe finde ich auch sehr interessant. Lass die mal zusammen swatchen. Weil wenn die Farbe schon so hell ist, dann frage ich mich, wie ist das bei dieser Farbrichtung, ob die auch so... Ups. Ob sie auch so hell ist. Ich kann sie jetzt nicht auf den Lippen tragen, aber ich swatche sie mal. Nein, egal. Also, wie ihr seht, diese Farbe ganz hell. Wir schauen mal, wie diese Farbe aussieht. Nein. Nein, nein, nein. Sie ist genau die Farbe, die wir auch auf der Verpackung sehen. Freut mich, wenigstens hält der die Versprechung. Ja, ihr seht, das ist etwas ganz Dunkles und ich könnte mir das sehr, sehr gut vorstellen mit etwas dezenterem Augen-Make-up.